Grüß Gott, Herr Professor Dr. Müller, Sie sind der Forschungsleiter vom Nationalpark Bayerischer Wald. Jawohl. Und auch der stellvertretende Nationalparkleiter und begleiten das Projekt von Günter Sellmayr, Gehbehinderte Wanderwege, nenne ich es jetzt mal so pauschal. Jawohl. Der Günter Sellmayr hat zwei Projekte ins Leben gerufen, und zwar Wandern für Gehbehinderte, aus den Gründen, die ich mit dem Günter schon besprochen habe. Und zwar sind es einmal der Rundwanderweg Hirschgeweih und der, ja, glaube ich, neue Rundwanderweg für Gehbehinderte im Kreuzotterweg. Was können Sie mir dazu sagen, wie Sie ihn da begleiten, wie Sie ihn da beraten und unterstützen? Also für mich war das ein einschneidendes Erlebnis, wie der Günter eben selber von der Situation betroffen war. Ich denke, jeder von uns in der Gesellschaft ist absolut dafür, dass man Leute mit Einschränkungen, ob das jetzt zum Beispiel Gehbehinderungen ist, unterstützen soll. Da findet man eine breite Mehrheit. Aber, und das habe ich an mir selber gemerkt, uns fehlt das Auge dafür. Und durch den Günter durfte ich nochmal so ein bisschen tiefere Einblicke bekommen, was wir da alles im Normalalltag als nicht betroffen übersehen. Und ich freue mich jetzt riesig, dass wir aus seiner Not eine Tugend machen können und seine Perspektive jetzt nutzen, um im Nationalpark für viel mehr Menschen Möglichkeiten zu schaffen, Wildnis zu erleben, trotz einer Einschränkung in der Fortbewegungsfähigkeit. Ich finde es auch eine super Idee von ihm, und auch wie es umgesetzt worden ist, haben wir uns heute angeschaut. Das ist schon recht beeindruckend. Vor allen Dingen habe ich den Eindruck, dass der Nationalpark Bayerischer Wald da hier eine Führungsrolle übernehmen könnte oder vielleicht sogar übernommen hat, was den gesamtdeutschen Bereich betrifft. Wissen Sie da irgendwas drüber? Ich denke, also ich würde noch nicht davon sprechen, dass wir eine Führungsrolle übernommen haben. Wir würden aber gerne eine übernehmen. Und das ist jetzt im Prinzip das Pilotprojekt für eine größere Kampagne. Wir haben jetzt mal mit zwei Wegeabschnitten da angefangen. Wir können da natürlich uns zunutze machen, dass im Nationalpark bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine ganz langjährige Erfahrung vorliegt, wie man zum Beispiel Bohlenwege baut. Oder wie man generell einen speziellen Weg anlegt, ob es mit Naturschotter und so weiter ist. Also da ist ganz viel praktische Erfahrung da, und die Erfahrung nutzen wir jetzt und bringen die zusammen mit Günters Perspektive und auch seinen wieder Kontakten in Gruppierungen rein, die eben Betroffene sind und da viel mehr wissen, um hier für eine breite Bevölkerung einfach solche neuen Möglichkeiten zu schaffen. Und sowas gibt es momentan noch nicht auf breiter Front in Schutzgebieten in Deutschland. Das habe ich mir auch gedacht, das war jetzt mein Eindruck, und ich bin total begeistert von dieser Symbiose. Dazu war ja eine ganze Menge zu unternehmen. Wir haben heute gesehen, der Parkplatz Racheldiensthütte, da ist einiges umgebaut worden. Es gibt die Möglichkeit, dass man nicht nur mit dem manuellen Rollstuhl fährt, sondern auch mit dem elektrischen, was eine erhebliche Erleichterung ist. Was hat sich da der Nationalpark im Einzelnen vorgenommen? Welche Umbauten sind da nötig? Was ist geplant? Was wird umgesetzt? Genau. Es sind ganz viele Kleinigkeiten, und das haben wir auch in dem Prozess gelernt. Es ging damit los, dass man sich die Frage stellt, gibt es da Vorschriften? Und was ist überhaupt erlaubt oder was ist zulässig? Wir können ja auch nicht vogelwild irgendwas machen, sondern wir müssen uns auch in dem Rahmen bewegen, der da gesetzlich vorgegeben ist. Tatsächlich ist so, für die Wildnis sind die Regeln relativ vage. Es ist einfach schwer, die Wildnis in die Normen zu fassen. Von daher gibt es da eine ganze Reihe von Spielräumen, die man hat. Das heißt, wir konnten uns im Wesentlichen am Ende bei unserer Planung eigentlich an der Zweckmäßigkeit orientieren. Also sprich, was brauchen Menschen mit Gehbehinderung, damit sie solche Wege nutzen? Was bevorzugen sie? Und da kann man dann an Hindernisse wie, habe ich eine barrierearme Toilette? Habe ich einen Straßenübergang für die vielbefahrene Basisstraße, wo Menschen da sicher kreuzen können? Aber dann auch für Kleinigkeiten, wo ich im Wald zum Beispiel Wurzeln habe, die aus oberflächlich über den Waldboden wuchern und wo jeder normale Spaziergänger einfach drüber steigen kann, die sich aber ganz schnell zu einem ganz üblen Hindernis, wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin, da entwickeln. Und da haben uns viele Details uns angeguckt oder dann solche Aspekte wie, dass die Steigung ein gewisses Gefälle nicht überschreiten darf, wo man dann eben in einer
geschwungenen Kurve diese Steigung umgeht mit einer Rampe, haben Sie ja heute auch gesehen. Das ist richtig, ja. Und diese ganzen Details haben wir eigentlich zusammengebaut und haben jetzt mal pilotmäßig versucht, das mal an zwei Wegen umzusetzen. Das hat in der Summe sehr gut geklappt. Wir haben aber auch viel dabei gelernt und sind beim nächsten Weg noch schlauer und können es dann noch effizienter umsetzen. Gut, das finde ich sehr angenehm und auch sehr, wie gesagt, spannend im Prinzip, sogar als Nicht-Betroffener, wenn man so sehen kann, wie sowas umgesetzt wird. Und auch den Bohlenweg, den wir heute gegangen sind, der ist ja sehr durchdacht. Man hat an den Rändern so ja, Leitplanken, nenne ich es mal, damit der Rollstuhl nicht rausfällt, beziehungsweise über den Bohlenweg fährt und damit ein Hindernis ist, dass oder vielleicht sogar ein Unfall passiert. Genau. Gibt es da einen Aspekt, wo man sagt, man muss auch berücksichtigen, dass ein Unfall passiert und wie geht man dann damit um? Ja, also ich meine, das sind wir nicht anders wie bei jedem anderen Weg. Es muss alles so zugänglich sein, dass man natürlich erste Hilfe leisten kann, erste Rettung vornehmen kann. Das ist dort alles gegeben, eher sogar einfacher. Also da würde ich sagen, da ist die Rettung von normalen Wanderern bei uns aus dem Gelände schwieriger als jetzt in dieser Situation. Wenn ich mir den Wanderweg Kreuzotter anschaue, der ist ja für Teilbereich jetzt komplett umgebaut worden für die gehbehinderten Personen. Es gibt aber auch Strecken wie den Bohlenweg, der für ja, in Anführungszeichen normale Wanderer nutzbar ist, begehbar ist, der auch sehr schöne Strecken und Landstriche beinhaltet. Das geht aber den Gehbehinderten da verloren sozusagen. Es gibt also Wege, die kann ich nicht barrierefrei umbauen, weil ich sonst wahrscheinlich den Aspekt des Nationalparks verletze, also die Auflagen, die dafür erfüllt werden müssen. Genau, deswegen ist auch unser Konzept so ein zweistufiges. Man kann nicht alles einfach komplett einebnen oder wir können auch nicht überall mit entsprechender Steigung Bohlenstege bauen. Und deswegen wollen wir ein Angebot schaffen, was für jedermann mit Rollstuhl nutzbar ist. Das ist das, was Sie heute angeschaut haben. Ja. Wir wollen aber parallel auch noch ein Konzept entwickeln, wo man mit Spezialrollstühlen, die für so Offroad-Situationen geeignet sind, wo man eben diese Wurzel auch überfahren kann oder auch eine Steigung nehmen kann, die also Elektromotor haben, dass man auch sowas dann als geführte Wanderung anbietet. Wir machen das ja bei den Normalbesuchern auch so. Letztendlich gibt es das gleiche Konzept. Ja. Wir haben so ein Standard-Wanderkonzept. Das sind hangparallele Wanderwege, die relativ bequem zu bewandern sind mit Schild, wo sie immer wissen, wo sie sind und wie weit sie es noch haben. Mhm. Wir bieten aber auch alternativ an, geführte Wanderungen, zum Beispiel auch von Günter Sellmeier entwickelt, Chaos und Verhau. Dort wurde praktisch ein Wildnistrail angelegt. Den dürfen Sie jetzt als Normalbesucher, wenn Sie den gar nicht sehen. Dann werden Sie aber als geführte Wanderung ohne Schilder, kreuz und quer durch den Wald, dürfen Sie da Wildnis wirklich live erleben. Und im Prinzip ist das gleiche Konzept auf der Ebene für Menschen mit Gehbehinderung. Nur eben dann praktisch reduziert auf die Möglichkeiten, die man hier hat. Genau. Wir lernen mit jedem Schritt. Und ich glaube auch nicht, dass wir schon da am Ende sind mit unseren Überlegungen. Und der Günther schon gar nicht. So wie ich ihn kenne, wird er noch viele kreative Ideen da einbringen. Und ich freue mich drauf. Und so schlimm die Situation ist, wenn man eben irgendwie mit solchen Einschränkungen leben muss. Es zeigt aber auch, wie viel Lebensfreude in einem Menschen immer noch steckt. Und man kriegt dann einfach vielleicht nochmal eine andere Perspektive für das Leben. Und darauf bin ich gespannt und möchte es als Nationalparkverwaltung auch nach besten Kräften unterstützen.